So, ich freue mich, dass meine Freunde und Judo-Legenden mal wieder unser Dojo besuchen. Möchte ich mal eben kurz vorstellen, Wolfgang Wulperhorst, mehrfacher deutscher Meister, Europacup-Sieger und ehemaliger Nationalkämpfer. Dann mein Freund Lars Geram, Weltmeister, Europacup-Sieger, mehrfacher deutscher Meister. Und mein Freund Sigi, viele, viele Jahre in der Bundesliga, in der famous Bundesliga VfB Wolfsburg gekämpft und erfolgreich seine Titel verteidigt. Das nur zur Einstimmung. Mein Freund Wolfgang Wulperhorst, viele, viele Jahre Olympiastützpunktkoordinator gewesen, also praktisch mein Chef, aber auch immer mein sportliches Vorbild gewesen, weil Wolfgang ein harter Hund ist. Mehrfacher deutscher Meister, Europacup-Sieger, ehemaliger Nationalkämpfer. Ein harter Bursche mit richtig harten Sprüchen. Das darf man auch nicht vergessen. Wolfgang, wie muss man sein, wenn man erfolgreich im Judosport sein will? Das Erste ist, man darf keine Angst haben. Angst ist der größte Killer von Leistung. Wenn man Angst hat, ist man nur die Hälfte wert. Das ist das Allerwichtigste. Man kann den Körper 500% entwickeln, aber den Kopf nur 2%. Und deswegen, wenn einer Angst hat, wird er nie ein guter Judoka. Und warum warst du ein guter Judoka? Weil ich keine Angst hatte. Wunderbar. Viel Feind, viel eher. Je besser die Gegner waren, desto lieber habe ich mit denen gekämpft. Und es ist auch leichter, gegen gute Leute zu kämpfen, als gegen Leute, die man überhaupt nicht kennt. Sehr gut. Und wir sind und wir waren gute Judoka, weil wir das lieben. Wir lieben den Kampf, wir lieben den Sport und wir haben das immer gerne gemacht. Ja, ja. Die Auseinandersetzung mit dem Gegner, das macht Freude. Und es gibt nichts Schöneres nach einem harten Kampf, den man dann gewonnen hat, Mann gegen Mann, wenn die Hand des Kampfrichters auf uns zeigt. Das Gefühl kann man sich nicht kaufen. Ein schöneres Gefühl gibt es nicht, muss ich sagen. Ja. Schade, dass ich das nicht mehr so oft erlebe. Ja, aber es ist ein schönes Gefühl. Ja. Ja. Ja.